Hallihallo, willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft, das Wargen-Startgebiet. Wir haben letztes Mal sind wir auf den Turm geklettert, also auf das Observatorium zu König Gen Graumine. Mein Volk hat so lange gelitten, wenn ich ihm doch nur mehr Last von den Schultern nehmen könnte. Ja, und da wollen wir gleich mal unsere Quest beenden. Für Gilneas. Okay. Gleich die nächste Quest beenden, was auch immer das jetzt war. Sorry für die Ladezeiten, bin gerade frisch in World of Warcraft eingestiegen, deswegen. Ah ja, das ist wohl nicht so toll. Aber die haben wir vorher schon gesehen, also nicht allzu viel Neues. Gilneas wird wieder auferstehen. Geht an Bord eines Kahns unterhalb. Wir müssen weiter ins Landesinnere. Aber hier sind wir zu verwundbar, deswegen müssen wir runter. Da müssen wir runtergehen. So, was ich heute noch erzählen will oder anschneiden will, sind folgende Sachen. Erstens haben wir nochmal Post bekommen. Zweitens werden wir uns hoffentlich heute unsere Katzenform lernen können. Und etwas, das ich noch nicht erklärt habe, ist, dass wie das mit den Zaubersprüchen in der Leiste funktioniert, warum die kurzzeitig nicht verwendbar sind immer. Im sogenannten Global Cooldown, aber das sehen wir uns dann im Kampf an. Was wollte ich sonst noch sagen? Ah, ja, genau, es gibt übrigens, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, es gibt in World of Warcraft vier verschiedene Servertypen. Ich bin jetzt gerade auf einem sogenannten RP-PvE-Server. Was das genau heißt, ist, RP steht für Roleplaying Server, das sind Server, auf denen man keine außergewöhnlichen Charakternamen erstellen kann. Also kann man nur Namen erstellen, die halbwegs in die Welt von World of Warcraft passt. Zumindest, da müssen wir auf. Zumindest solange sich, also wenn sich jemand beschwert darüber. Also wenn sich niemand beschwert, dann kann man, glaube ich, Namen nehmen, die man will. Hey, cool. Wir fahren nicht mehr nach Dunkelhafen. Und PvE steht für Player versus Environment, das heißt, man kann hier auf dem Server also keine gegnerischen Spieler angreifen, auch nicht von der jeweils, in dem Fall, in meinem Fall jetzt keine Horde Gegner angreifen, sofern die nicht sich selbst angreifbar machen. Das heißt, da gibt es eine Option, ich glaube, das ist hier, Spieler gegen Spieler deaktivieren, und wenn man hier auf Aktivieren klickt, dann können Gegner einen selber angreifen, und das muss halt der jeweilige einstellen, sonst kann man ihn nicht angreifen. Der Unterschied ist, auf PvP-Servern ist das automatisch immer an, ausgenommen in den Hauptstädten und in den Zonen für bis Level 10, glaube ich, oder Level 20 sogar. Abgesehen von den paar Ausnahmen ist überall PvP an, das heißt, jedes Mal kann mich hier wer von der, in meinem Fall jedes Mal kann mich wer von der Horde angreifen, ohne dass das jetzt gegen die Spielregeln wäre. Also gibt es PvE und PvP-Server. Ich spiele auf einem PvE-Server, weil ich vor allem fürs Let's Play herzeigen, nicht unbedingt von Gegnern belästigt werden will. Weil da gibt es manche, die glauben, sie müssen unbedingt einen umschnetzeln und dann warten, bis man wieder aufsteht und dann wieder umschnetzeln. Das ist natürlich nicht so toll. Deswegen spielen wir auf einem PvE-Server, und ich spiele auf einem RP-Server, weil ein Freund von mir spielt auch hier und ich habe meinen Hauptcharakter hierher transferiert. Und ich habe mir eben etwas geschickt, das wir uns später noch anschauen werden. Übrigens, Yogas ist hier mein Hauptcharakter. Rettet 5 Unfallüberlebende. Die werden irgendwo da sein, oder? Schauen wir mal auf die Karte. Nein. Sind im Moor. Das ist der Unterschied zwischen den Servertypen. Also es gibt insgesamt 4 Server, also RP-PvP, RP-PvE, das wo wir sind, und normale PvP und normale PvE-Server. Auf normalen Servern kann man eben. Oh, cool. Kann man eben auch Namen nehmen, die nicht unbedingt in die Welt von Warcraft passen. Deswegen. Gut. Was müssen wir hier machen? Ich will irgendwelche Verunglückten retten? Ja, wo sind die? Gut. Hey, das ist einer. Also, hier sehen wir, wenn der Zauber ausgelöst wird. Also wenn ich drauf drücke, dann rennt hier so eine kleine Uhr mit. Jedes Mal, wenn ein neuer Zauber anfängt.
Und das ist der sogenannte Global Cooldown. Währenddessen kann ich keine anderen, also wie auch immer gearteten, anderen Sprüche ausführen. Das heißt, der ist normalerweise auf 1,5 Sekunden eingestellt. Den kann man etwas niedriger drücken, allerdings nicht wirklich extrem niedrig. Also unter 1 Sekunde geht es gar nicht. Und das ist vor allem bei sogenannten Instant Cast, also Instant Spells, so wie Mondfeuer zum Beispiel, wichtig, weil ich kann jetzt nicht dauernd Mondfeuer in kurzer Reihenfolge hintereinander zaubern, sondern ich muss immer 1,5 Sekunden dazwischen warten. Das ist der sogenannte Global Cooldown. So, das haben wir auch erklärt. Was haben wir noch vor heute? Der ist noch. Der wäre noch was. Nein! Sobald er grau ist, gehört er nicht bei mir, also ich bekomme auch den. Ich bekomme auch nicht den Unfall. Mir ist das Unfallopfer gut geschrieben hier, also wenden wir uns gleich den nächsten zu hier. Am besten hier gleich mit Mondfeuer die Gegner einmal angreifen, wenn viele andere Spieler in der Gegend sind, weil das verringert die Chance, dass man das Monster angreift und zwischendurch noch ein anderes Spieler das Monster angreift und man dann das Monster einen selbst angreift, obwohl man nicht mehr die Erfahrungspunkte und die Questbelohnung dafür gut geschrieben bekommt. So, zwei haben wir noch. Immer mit denen dann da drüben. Leider ist es jetzt immer noch sehr öde. Ich würde gerne meinen Katzenskill holen, aber dazu müssen wir zuerst einen Lehrer finden und ich wollte den Quest kurz herzeigen, damit ich quatschen kann über wie das ist mit den Servertypen und so. So, was soll ich noch erzählen? Na ja, genau, wir haben Post bekommen, weil ich mit meinem Hauptcharakter hier an meinen kleinen Charakter etwas geschickt habe. Und zwar etwas Geld und einen Ausrüstungsgegenstand, den ich noch herzeigen will. Das ist nicht allzu interessant, aber. Naja, was ich sonst noch. Naja, genau. Es gibt. Bei den Quests gibt es prinzipiell drei verschiedene Arten von Quests, und zwar. Oder sagen wir vier verschiedene Arten von Quests. Und zwar die erste Art, die wir schon ganze Zeit kennengelernt haben, sind ganz normale Einzelquests, also Quests für Einzelspieler. Dann gibt es Gruppenquests, für die man 2 bis 5 Spieler braucht, um sie einigermaßen zu erledigen im gleichen Levelbereich. Und dann gibt es Quests, die man nur in sogenannten Instanzen erledigen kann oder fertigstellen kann. Und es gibt dann noch Quests, die man nur in Raid-Instanzen... Können wir da was brauchen? Ja, nehmen wir das. Handgelenke. Die man nur in Raid-Instanzen quasi erledigen kann. So, ich habe auch noch etwas gemacht, und zwar habe ich eines meiner Add-ons hier aktiviert, und zwar ist das Add-on One Bag und One Bank. Die machen nichts anderes, als dass die Taschen hier nicht einzeln anzeigen, sondern gesammelt als ein Fenster, in dem Fall auch transparent. Das kann man auch als mit Read-Hintergrund nehmen. Das mache ich deswegen, damit ich nicht die Taschen einzeln offen habe, dass ich es frei positionieren kann hier irgendwo, wenn ich gleich sehe, wo ich was habe. So, das werden wir gleich anziehen. Ja, sehr gut. Das ist übrigens ein grüner Gegenstand gewesen. Wie haben wir das? Ja, grüne Gegenstände sind etwas besser als normale weiße Gegenstände. Und die Steigerung davon ist dann blau und lila. Also nach grün kommt blau und nach blau kommen die sogenannten epischen Items, oder epischen Gegenstände, und die sind lila. So, wo müssen wir jetzt hin? Und was müssen wir machen? Ah, okay. Die komischen Ogre da, glaube ich. Genau. Müssen wir hier um die Ecke bringen. Ah! Ja, dann machen wir am besten so. Einwurzeln. Okay, jetzt greift der andere ihn an. Das hätte er nicht unbedingt machen müssen. Wie gesagt, wenn man hier in die Verlegenheit kommt, irgendwie, so wie jetzt, davor zu stehen und nicht zu wissen, wie man jetzt weg soll. Einwurzeln, weglaufen und zum Zaubern beginnen. Da kann man sich etwas Raum verschaffen. Und das kann er sich selbst an mir tot haben. Ah, ich bin schon Level 9. Sehr gut. Ich will aber darauf, weil wir müssen da oben auch ihn töten, oder? Oder wir müssen Korots Banner. Was auch immer das ist. Also, ich habe auch erklärt, wie das ist mit den Quests. Also, es gibt, wie gesagt, 4 Arten von Quests. Es gibt dann eine 5. Art, aber die ist im Prinzip. Die bezieht sich nur darauf, wie oft man den Quest erledigen kann. Und zwar gibt es sogenannte tägliche Quests. Die kann man beliebig oft machen, allerdings nur einmal pro Tag. Das heißt, man kann sie mehrere Tage hintereinander erledigen. Aber nur, wie gesagt, pro Tag nur einmal. Und das sind sogenannte Daily Quests. Die werden angezeigt dadurch, dass die
Questgeber keine goldenen Fragezeichen oben haben, sondern blaue Fragezeichen. Rufzeichen natürlich. Entschuldigung. Und diese Telequests sind vor allem auf der Max-Level-Stufe sehr beliebt, weil okay, das ist jetzt ein bisschen sehr knapp hier. Wir uns heilen. Die sind auf der Max-Level-Stufe sehr beliebt, weil sie eine gute Einkommensquelle darstellen, vor allem für Gold und auch für andere Sachen, wie dass man Ruf bei bestimmten Fraktionen bekommt oder gewisse Tausch-Items, die man braucht, um Gegenstände zu kaufen bei bestimmten Fraktionen. So, das ist mir jetzt aber zu viel hier. Wir werden da mal irgendwie abhauen. Ich kann das noch nicht wirken. Und schauen wir mal, ob unten meine Katze irgendwie verfügbar ist, weil so geht das gar nicht. Leider haben die eine sehr große sogenannte Aggro Range, das ist die Reichweite, mit der sie bei der sie mich bemerken und bei der sie mich auch angreifen. Das heißt, wenn ich da quasi bei groß genug Abstand vorbeilaufe, bemerken mich die Typen nicht. Aber wie gesagt, da muss ich halt Abstand halten. Mal schauen, ob das geht sich bei dem wahrscheinlich eher nicht aus. Wir müssen halt schauen, dass wir zügig weiterkommen dort. So. Und weiterzaubern und weiterzaubern. Leider respawnen die Gegner hier sehr flott, deswegen ist es ein bisschen mühsam hier. Das wurde deswegen eingeführt, weil zum Start eines Addons sind immer sehr viele Leute in den Anfangszonen. Und das hat den Nachteil, dass man... Was ist ein Ogre-Diener? Das hat den Nachteil, dass man manchmal nicht die Gegner findet, die man besiegen muss, weil sie von anderen Leuten erledigt werden. Oh, da ist das Banner. Oh, das ist der komische Elite-Typ. Der riesengroße. Was auch immer wird. Ich weiß nicht. Hilfe. Okay, haben wir lieber ab. Wir haben die Quest fertiggestellt, das ist das Wichtigste daran. Manchmal muss man die Gegner eben nicht umbringen, sondern man muss nur gewisse Sachen erfüllen. In dem Fall die Flagge berühren, oder warum wir sie berühren mussten. Ich habe jetzt den Quest nicht wirklich durchgelesen. Schauen wir mal, was da steht. Die Verlassenen sind uns dicht auf den Fersen und versuchen auch die Ogre uns in die Zange zu nehmen. Ah, okay, wir müssen seinen wertvollsten Besitz schnappen, damit wir ihn erpressen können, die Verlassenen anzugreifen oder so. Okay. Genau zur richtigen Zeit. Hier kommen die Verlassenen. Ah, okay. Ja, okay. Ihr werdet keinen Schritt weiterkommen, Abschaum! Bei der Kriegsflagge des uralten Graumänen-Clans. Ich verweise euch des Landes unserer Vorfahren. So, wir müssen jetzt hier weitergehen. Ich hoffe, dass da drüben einen Trainer gibt, weil sonst muss ich das vielleicht offscreen irgendwie erledigen. Und ich hoffe, dass dort auch eine Mailbox gibt. Leider bin ich heute nicht mehr dazu, also in der Folge nicht mehr dazu hergekommen, also nicht mehr dazu gekommen, die Post auch herzuzeigen, weil das wird sich, glaube ich, etwas knapp ausgehen nur. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Ja, genau. Worauf ich auch noch zu sprechen kommen will nächstes Mal. Und zwar, wie es aussieht mit Gruppen. Also, wenn man Gruppen bildet, die Standardgruppe, die eine standardkleine Gruppe von World of Warcraft ist 5 Personen. Und da gibt es verschiedene Rollen, die man in der Gruppe einnehmen kann. Und wie das genau ist und welche Rollen welche Klassen spielen, also umgekehrt, welche Klassen welche Rollen spielen können und was welche Rollen machen müssen, das alles sehen wir nächstes Mal, wenn es da heißt: Let's Play World of Warcraft, das morgen Startgebiet. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich, wie immer, ja, wir töten 6 Giftbrothuscher. Ja, bis dahin wünsche ich euch natürlich, wie immer, viel Spaß! Heute.